19.30 Uhr, das Licht geht aus und der Vorhang lüftet sich zum ersten von insgesamt 30 Mal. Die Jugendkulturtage Dingolfing-Landau, für die jungen Künstler tatsächlich eine richtig gute Gelegenheit, sich auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu beweisen. Ob Tanz, Musik, Theater oder bildende Künste, in den kommenden 3 Wochen gibt es im Landkreis nichts aus dem kulturellen Bereich, was es nicht gibt. Das war, muss ich ehrlich gestehen, eine meiner Ideen, wie ich angefangen habe als kommunale Jugendpflegerin. Und das ist ja doch schon einige Jahre her. Und ich habe in der Josef-Stangl-Meyer-Stiftung dann einen Partner gefunden, der das fördert. Und im Landkreis jemanden, der das sehr begrüßt hat. Und einen Arbeitskreis, der das auch mit unterstützt hat. Und so ist es gewachsen von anfangs 170 Teilnehmer auf das mittlerweile Zehnfache. Dr. Willi Miksch, Lions Club-Präsident und Moderator der Eröffnungsshow, weiß, wie wichtig den Teilnehmern diese Veranstaltung ist. Egal ob Youngster oder altgedienter Profi. Stefan Sittel zum Beispiel spielt schon seit 13 Jahren auf der Steirischen. Er schafft den Spagat zwischen traditionellen und modernen Melodien mit seiner Interpretation des Titellieds »Zur Fluch der Karibik«. Das besondere Engagement des Landkreises in Sachen Jugendkulturförderung, Ehrensache für Landrat Heinrich Trapp, der die Jugendkulturtage bereits von Anfang an mitbegleitet. Also wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind wohl der Landkreis, in dem am meisten mitmachen, in dem wir am meisten Veranstaltungen haben. Und hier motiviert natürlich der Erfolg. Und jeder hat seine Fans dabei und jeder, der dann Applaus bekommt auf der Bühne, hat vielleicht Lust, sich selber auch mitzuwagen. Und da gehört ja vieles dazu. Man kann ja nicht auf die Bühne raufgehen. Da muss man ja Talent haben, das Talent entwickeln. Man muss dann besonders proben dafür. Aber es ist halt auch eine besondere Erfahrung, auf der Bühne zu stehen und dort einen Applaus zu bekommen. Das ist für die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen unendlich wichtig. Der größte Fanclub ist für die Cookies, also Englisch für Kekse, angereist. Mit einer Mischung aus akrobatischen Tanzbewegungen und lockerem Hip-Hop heizt die Combo den Zuschauern ein. Der Applaus nach jeder Performance ist sicher der größte Lohn. Für die Jugendlichen gibt's außerdem natürlich noch eine kleine Anerkennung in Form von Gutscheinen. Das Geld dafür kommt von Johannes Peintl, dem Vorstandsvorsitzenden der Josef-Stangl-Meyer-Stiftung. Nach der Veranstaltung herrscht erst einmal große Sprachlosigkeit. Aus Begeisterung, versteht sich. Also man kann es eigentlich gar nicht sagen. Also die Klavierspieler, die Flügelspieler, wenn die mal eine junge Frau anspielen, die müssen ja dahin schmelzen. Also es war ganz einfach toll. Und jetzt auch am Schluss der Herr Reichel mit seiner Band, ja, da müsste man einfach noch ein bisschen jünger sein und müsste man dann auch tanzen wollen oder dass das mehr in den Rhythmus übergeht. Das Lower Bavarian Blues Trio um Florian Reichel hat sich extra für diesen Abend zusammengefunden. Und obwohl sie eine weitere Teilnahme an den Jugendkulturtagen aus Altersgründen definitiv ausschließen, unterhalten ausgerechnet sie mit dem Lied des Affenkönigs aus Disneys Dschungelbuch. Bunt, laut oder lautlos und unglaublich unterhaltsam. 2,5 Stunden Vorgeschmack für 29 weitere Veranstaltungen bis zum 13. April. Das ist Kultur von und mit jungen Menschen quer durch den Landkreis Dingolfing-Landau.